Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Davy ist auch da, ja! Er hat mir überhaupt gar keine Zeit gelassen, hier irgendetwas einzustellen, weil ich den jetzt dabei haben wollte, indem ich jetzt hier darauf warte, wie er hier reinkommt. Jetzt muss ich ja mal eben kurz den Ton rausnehmen, damit ich hier links nämlich mal eben das öffnen kann. Ich habe das Falsche eben geöffnet, um zu kontrollieren, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, ist alles okay. Soweit Roger. Alles Roger, Roger. Das hat der Epi nicht verstanden. Na gut. Nee. ja, wir haben eigentlich gar nicht so viele Edelsteine, aber wir wollen trotzdem mal ein bisschen was machen noch. Der Epi hat mir nämlich vorgeschlagen, dass wir hier mal so eine Art Riesenbrunnen machen könnten. Also Brunnen ist vielleicht ein bisschen relativ jetzt, aber es soll halt so ein bisschen wie ein Brunnen aufgebaut sein, nach allen Ecken nach unten, dass das Wasser runterfließt und oben in der Mitte was drauf, wie so ein Weihnachtsstern, ne, so auf dem Weihnachtsbaum sozusagen. Der Epi, der macht den Weihnachtsstern. Ja, der bleibt hier in der Mitte stehen. Nein, mach das bloß nicht weg. Ich muss das erstmal einstellen. Kannst du das aber nicht machen. Doch, mach das bloß nicht weg. Aber du kannst das nicht drauf machen. Nein, halt die Klappe. Mach das tief weg. Du kannst es aber nicht da drauf machen. Moment, wir haben das in der Mitte. Das heißt, wenn wir 1, 2, 3, 4, dann könnten wir das nach außen. Machen wir das so. Keine Ahnung. Aber so ist das doch eigentlich zu weit, oder? Nee, warte mal, so ist das zu weit. Ja. Hier unten kannst du nichts mehr davor setzen, ne? Doch. Auf meiner Seite. Hallo. Hier. Nein, wo das gebaut ist. Nein. Oh, nein. Der Epi kriegt's gerade nicht. Der versteht irgendwie nicht, was ich jetzt gerade möchte, glaube ich. Nee, das sieht auch total wild aus. Warum machst du das so nicht? Hätte das sonst anders. Weil du mir das gesagt hast, deswegen. Ja, aber nicht so. So. Wieso kann man... Doch, hier kann man das machen. So. Jetzt kannst du das in der Mitte mal wegmachen. Nee, jetzt will ich ja auch nicht mehr. Das kannst du jetzt selber machen. So, dann müssen wir nämlich eins da drüber haben. Das ist schon blöd, dass du das so breit überlegen musst. Also aber bis so hier können wir ja noch. Gar nicht, wie du das jetzt machst. Ja, doch. Nee. So, hast du mir das gesagt, wolltest du das machen? Konnte das nicht drei hier hoch machen? Ja, doch. Ah, diese Dinger. Ich verstehe nicht, warum die immer diese Rampen automatisch da reinbauen. Das finde ich blöd. So. Jetzt muss ich hier nur mal kurz raus. Ja, nicht hier raus, sondern da raus. Weil man hier jetzt sonst nichts mehr machen kann. So. Doch, jetzt geht der Epi genau da rein, wo ich bauen muss. Das macht der doch extra, die alte Socke. Nein. Nein. Raus mit dir. So, was machst du denn jetzt schon wieder? Der hat nur Scheiße im Kopf. Ich weiß nicht, was mal... Stellt euch mal vor, der hat irgendwie... Der würde jetzt 10 Kinder kriegen. Die würden ja alle nur Scheiße im Kopf haben. Ach Mann, warum macht der immer diesen Mist automatisch? Das nervt mich. So. Das muss gleich noch weg, das ist klar. Wir haben nur ein Problem. Wir können es nur zu zweit... Achso, halt, stopp. Wir können es nur zu zweit machen, weil... Das machen wir erstmal weg. Also mit zwei hoch machen. Weil wir sonst... Nee, nicht sind... Achso, ja, doch, das ja. Aber ich dachte eigentlich in einer anderen Farbe, oder nicht? Würdest du es in grün machen? Keine Ahnung. Was für eine Farbe wolltest du denn nehmen? Ich dachte an rosa, aber ich glaube, das können wir noch gar nicht freischreiben. Das kann man aber sonst später auch nochmal ändern zur Not. Warte mal. Ja, genau, ab Level 70 kannst du das erst machen. Wolltest du denn Fische oder Wasser da reinmachen? Das ist jetzt die Frage. Gute Frage. Keine Ahnung. Es sieht halt witziger aus, wenn da Fische das mal rumschwimmen. Aber ach, jetzt ist hier unten schon wieder so ein Ding, hä? Hatte ich das eben nicht weggemacht? Nein. Habe ich das nur auf der anderen Seite weggemacht? Ich verstehe auch nicht, warum das automatisch kommt.
Also, wenn ich eine Rampe haben will, dann mache ich mir doch eine Rampe dahin und nicht wahllos irgendwo, ne? Also entweder Fische auf allen Ebenen Ja, Fische könntest du an. Ich theoretisch mach machen. Frage ist dann auch mit welche. Doris. Die Doris. Adoris. Aber also die drei dann quasi. Dann würde ich aber sagen, oben und unten blau, oder? Gelb in der Mitte. Ja, toll, jetzt habe ich den blauen in der Mitte gehabt. Boah, ey, du. Ja, ich dachte, damit die Farben jetzt nicht zusammen sind, wäre das doch schöner, oder? Ich mach die schon mal hier unten. Ich hoffe, wir haben genug Geld, weil die Doris, die kosten nämlich viel. Ich habe jetzt eher so an die Clownsfische gedacht. Nein, Herzlich du bist nicht willkommen von zum da. dekorativen Chaos. Aber hier unten ist immer noch ein blauer Dori. Den wollte ich eigentlich verschieben, aber der wollte nicht. Der wollte nicht, da musst du den löschen. Der kann doch Ja, hier jetzt nicht als wird einzig. verschoben. Ja, aber unten kommen noch die anderen hin. Ja, du hast das auch blaue. Ja, aber die anderen blauen. Welche hast du jetzt oben gemacht? Die dunklen, oder? Ja. Ja, dann machen wir unten doch die hellen. Nein. So, guck mal, die ganz eisblauen. Warum kann man eigentlich keine Fische machen als Busch? Weil wir Menschen sind und keine Fische. Fische sind Freunde, kein Futter. Wieso als. Ach so, als Busch. Ja, das habe ich ja schon. Irgendwann in einer der letzten Folgen, ich glaube bei den Kühen oder so gesagt, dass wir auf jeden Fall, Frösche wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall Fische brauchen. Ach, du hast Dori nicht weggemacht. Immer Ah! lösch die mal. Ja, super, jetzt muss ich Dori erstmal finden hier. Es war aber nur eine, oder? Ja. Du klingst so müde, das ist keine gute Voraussetzung zum Aufnehmen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Also bis auf die Kuh da oben. Die Kuh sieht auch gut aus, sag mal nicht sowas. Ja, die ist. Aber wir müssen noch so ein bisschen Dings hier, so ein bisschen. Na, wie heißen die jetzt? Ein bisschen Lampen noch da reinstellen. Nein. Ach so, da hinten ist die Farbe, nicht da. Das, so bläulich. Und hier vielleicht. Ach, das ist. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Also hier unten ist kein Problem, aber da oben ist das blöd, weil du dann die Seite hier rausnimmst, ne? So eine Seite. Ja, was ich hier gerade gezeigt habe. Siehst du doch hier, wo ich gebaut habe. Da ist das ganze Wasser weg. Ne, mach das da weg, da wollen wir keine haben. Mach die da wieder weg. Ja, deswegen sage ich ja, hier oben sieht das doof aus. Mach die sofort weg. Muss ich erstmal um die anderen kümmern hier. Dann können wir das gleich verschieben. So. Und so. So. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ey! Du alte Socke, wieso kann man nicht schlagen? Ey, ich würde dir immer den ganzen Tag hinterherlaufen und dich hauen, ehrlich. Kannst du Boah, die überhaupt ey. kriegen? Ja, doch. So langsam wie du bist, würde ich dich auf jeden Fall kriegen. Die Frage ist jetzt, machen wir das jetzt hier an den Ecken hin oder wolltest du hier außen. Naja, gut, wenn wir jetzt da natürlich die haben, dann können wir hier keinen Zaun mehr machen, ne? Dann können wir die außen vielleicht auch nochmal setzen hier. So, damit das dann da noch ein bisschen heller ist, weil, ne, von wegen nachts, da wird es ja dunkel. Also richtig dunkel auf der Farm. Das ist sehr doof. Nein, wir haben keine Edelsteine. Wieso haben wir keine Edelsteine? Du hast alle verballert. Ich vor allen Dingen. Ich habe drei Dinger. Nee, vier. Du hast alles Fünf. An einer wahllos Ecke habe ich noch verballert. was gesetzt. Ja, jetzt geh mal verkaufen. Mach dich mal nützlich hier. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas anderes finde. Oh. Lattenzauntor. Ich habe gar nicht die Aufnahme gestartet. Doch, auch natürlich. Aber Lattenzauntor, ist das nicht neu? Das kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor von meiner Mainfarm.
Oder ich habe da lange nicht mal reingeguckt. Hm? Maschenratzer. Da können wir jetzt schlecht was von setzen. Und ich habe auch noch eine Überlegung gehabt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht in dieser Folge noch hinkriegen. Oder ob wir das in einer der nächsten, beziehungsweise in der nächsten Folge eventuell machen. Ja, davon können wir jetzt eigentlich gar nichts mehr reinsetzen, ne, weil das ist dann zu... Das finde ich auch schade, dass das hier so leere Stellen sind. Theoretischerweise könnte man hier unten jetzt auch nochmal Lichter reinmachen, weil hier unten ist der Platz eh... Ey, du hast noch keinen einzigen Edelstein jetzt gemacht. Licht dran ist. Aha. Ja genau, da fällt das nämlich jetzt nicht mehr so auf. So. Wir brauchen aber viel mehr. Also ja, einen brauchen wir auf jeden Fall noch für die Ecke hier. Er füllt sich so langsam auf. Kannst ja immer vergessen. Ja, verkauf doch mal was anderes. Nö. Warum? Damit wir den einen hier setzen. Achso, zwei brauchen wir noch. Zwei, vier. 6, 8. Also 8 mal die 40 brauchen wir noch. Jetzt noch 6 mal. So. Und dann müssen wir das da oben verschieben. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt brauchen wir eigentlich die verhasste Nacht. Damit wir das Ganze hier mal kontrollieren können. So. Und so, das war das Letzte, ne? Wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ich denke mal, das war das Letzte. Aber sieht doch eigentlich recht schön aus. Doch. Also ich denke mal, nachts wird das jetzt auch noch ganz cool beleuchtet. Ich meine, tagsüber sieht das natürlich ein bisschen viel jetzt mit den Dingern aus. Aber ich denke mal, nachts wird das ganz cool beleuchtet. Das steht hier auch direkt in der Nähe von dem einen. Ich finde es gut. Was sagt der Herr von und zu? Bin nicht da. Ja, das ist mir schon klar, dass du nicht da bist. Wir müssen aber gleich mal ein Bild machen davor. Gemeinsam. Nee. Weil wir haben das ja auch gemeinsam entworfen. Du hast dich zwar gedrückt, das zu machen, aber wir haben es gemeinsam entworfen. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, wir haben es gemeinsam entworfen. So. Hätte man noch einen Zaun drum machen, aber dann müsste man unten die Lampen wieder wegmachen. Ja, das ist halt das Blöde, oder? Wir hätten eins weiter nach außen noch machen müssen, aber das passt dann wieder mit oben nicht. Nee, nee. Ja. Unten einfach nur den Zaun, das... Nee, dann passt das aber hier mit den Dingern nicht. Das sieht scheiße aus, dann. Hä? Auch wenn man so einen Zaun hier hinmacht? Ja, auch dann. Wieso sieht das scheiße aus? Außerdem gibt es den Zaun mit Lampen drauf. Habe ich gesehen. Guck mal. Guck mal her. Nein, zu mir, nicht irgendwo anders hin. Ja, am besten so, dass ich dass man mich überhaupt... Das sieht richtig scheiße jetzt im Bild aus. Warte, ich mach das mal weg. Schön, dass wir jetzt nur noch die Hälfte der Edelsteine kriegen. Ah, nee, scheiße, das kann ich nicht wegmachen. Wieso geht das nicht? Ich kann das nicht nehmen. Geh mal da raus, Mann, der nimmt das nicht. Nee, ich stehe jetzt hier perfekt fürs Bild. Außerdem nimmt der mich schon nicht weg. Lösch das doch einfach jetzt. Achso, man kann das sogar da durchmachen. Ist doch cool. So. Wenn wir jetzt mal nicht deinen Popo sehen, sondern... Ja, ich stehe genau in deiner Richtung. Nee, du sie nicht.
Stell dich mal ein bisschen gerade hin. Ich bin gerade. Jetzt stehst du ein bisschen hinter mir. Jetzt wirkst du kleiner als ich. Alter. Ich habe mich auch kleiner gemacht. Du hast ja auch so eine Wischelperücke auf. Ach so, konnte man die Größe einstellen? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja. So, jetzt hämmer ich hier so auf die Tasten drauf und ich so, ja, irgendeins von diesen Bildern muss funktionieren. Okay, jetzt das sollte es schon gewesen gerade sein. Hm? Es wird dunkel gerade. Oh ja, das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das etwas hier... Ja. Normalerweise, jeder würde jetzt sagen, ja, es wird dunkel, scheiße, warten wir jetzt erstmal. Und wir warten jetzt darauf, dass es tatsächlich ein bisschen dunkler wird, damit wir uns das Ganze mal angucken können, wie das mit den Farben, wollte ich gerade sagen, mit den Dings aussieht hier. Achso, stimmt, wir haben ja... Kann ich uns direkt mal ein bisschen Gerste holen. Also ich würde sagen, wir... Ja, aber die Sonne... Kann man das sehen? Oh ja, wenn du mal auf die Sonne achtest, die geht richtig unter. Macht die Sonne öfters. Ich glaube, einmal am Tag. Jetzt, wo ich sehe, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das früher, meine ich, auch so gewesen ist in Teil 1. Aber ich bin immer noch immer wieder fasziniert davon, wenn das dann so dieses Detailreiche ist. Also, dass die Sonne wirklich untergeht und nicht nur, keine Ahnung, irgendwann dunkler wird oder was weiß ich was. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich wollte schon sagen, ich mache den Weizen und habe auf einmal die Kugellevel. Ich habe total vergessen, dass du da hinten auch rummachst. Da müssen wir natürlich noch gucken, wie wir das jetzt am besten noch machen. Weil wir natürlich auch noch gucken werden, dass wir mal wieder ein bisschen Edelsteine gefarmt haben, wir noch eine Erweiterung holen, wo wir die Hühner dann unterbringen werden. Die brauchen dann auch dementsprechend Deko noch. Jetzt habe ich irgendwie die Hälfte bewässert und die Hälfte nicht bewässert. Das ist wunderbar. Nicht. Wieso kann man das nicht einfach alles mit einem Abwasch hier machen? Mann. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier hinten habe ich doch noch eins. Ist allerdings auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass ich es mir immer noch nicht... Also mir geht es schon sehr viel besser, aber ich habe auch immer noch was Halsschmerzen und allgemeine Müdigkeit und so. Da vergesse ich irgendwie oder übersehe ich öfter mal Dinge im Moment. Warte mal, es wird dunkel. Es ist dunkel, glaube ich. Ist das schon dunkel? Ja. Ist das schon dunkel? Also es ist nicht so hell wie zum Beispiel hier der Garten. Ja, ja, doch. Also ich finde aber, dass das sehr hell ist. Ja, warte, ich guck mal. Jetzt macht er einfach die ganzen schönen Blumen da weg. Also ich meine, das ist natürlich nur akzentmäßig, klar, aber ich finde, guck mal, so sieht das aber doch schön aus, wenn du drei verschiedene Farben von den Fischen hast, anstatt alles gleich zu haben, oder? Ja, ja. Da kannst du auch mal sagen, wenn ich auch mal eine gute Idee hatte. Ich krieg sonst immer nur einen mit der Bratpfanne ab. Ja, das hast du ja verdient. Boah. Sagen wir jetzt mal nichts zu hier, ehrlich. Ach so, die Schafe sollten wir vielleicht immer eben... Hier, warum... Wenn du sagst, wir haben nicht genug, warum machst du nicht einmal erstmal die Fische überhaupt komplett? Dann kann man die doch schon mal wegmachen. Hier, das die haben Fische wir übrigens... Waren aber voll. Hallo, was die hier? Fische waren voll. Nee, jetzt nicht mehr. Die kann das mal dann nicht immer da reinkommen? So, die Schafe hatten wir im Nachhinein... Ich glaube, das haben wir nämlich nicht aufgenommen. Auch ein bisschen verschönert. Also wir haben das Wasser ein bisschen breiter gemacht. Ich finde es so eigentlich schöner, ausgefüllter. Und wir haben hier in der Mitte so ein bisschen Blümchen reingemacht. Ich finde es cool so. Und der Epi hat eigentlich auch gesagt, dass er es so cool findet. Ich weiß aber nicht, was er jetzt aber noch jetzt sagt. Aber jetzt nicht mehr. Wie viel haben wir davon noch? Das ist gut. Entschuldige, Schafe. Entschuldigt, ich muss euch mal eben alle warm machen, wollte ich gerade sagen. Alle warm machen schon mal für die Bratpfanne. Nein. Ja, das sind Schafe. Die isst man in der Regel ja eher nicht, ne? Also normalerweise sind die ja eher für... Also, naja. Ja, auch. Nein, jetzt kommen... Sag mir jetzt nicht so Sachen wie... Ja, Kaninchen isst man ja normalerweise auch nicht oder so ein Dreh. Also, nee.
Es muss nicht jetzt sein, die Wolle ist voll. Die Wolle ist voll? Wolle ist voll. Und du wolltest... Wolle kaufen? Bist du gerade auf dem Weg oder wolltest du was machen? Nein, ich mach gerade hier was. Ich sag aber nicht was. Ja, weil du gerade nicht... ich sehe es ja. Weil du gerade dich nicht bewegt hast. Deswegen habe ich jetzt gedacht, du wolltest rüberporten oder so. Ich bewege mich immer. Auch wenn ich mich nicht bewege, bewege ich. Ja, aber nur mit Schnarchen, ne? Also sonst bewegt er sich gar nicht. Das ist ja... geht ja überhaupt nicht runter hier. Okay. Wo war denn der Roggen? Hast du den abgefarmt? Ja, hier vorne habe ich den was abgefarmt, aber noch nicht. Also hinten war, glaube ich... Ja, hier bei der 4 ist auch nochmal... also Gerste, nicht Roggen, ne? Nein, Roggen. Was willst du jetzt mit Roggen? Wir haben keinen Roggen. Ja, das ist scheiße. Ja, die ist neu. Ja. Nein, die Roggen ist neu. Da müssen wir das hinstellen, wenn wir es können. Ach, das muss ich jedes Mal muss ich das machen, ey, weil die ist nicht hinkriegt. Hallo? Die kam gerade erst, als du was gemacht hast? Immer sind es die anderen schuld hier. Das muss ich hier alleine machen. Schrecklich. Haben die Schafe mir jetzt hier gerade eine gezockt? Das hat sich gerade so angehört. Hilfe. Ach, schon wieder Wolle voll. Ist mir jetzt egal. Ich level jetzt erstmal eben die Schwarzen hier noch. Die paar, die machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett. So wie Boba Fett oder so. So. Der kam aber auch flach. Ja, aber er kam, ne? Also das muss man mir lassen. Oh, oh. 35 Sekunden habe ich noch. Fahr, als wäre irgendwie, keine Ahnung, wer oder was hinter dir her. Fahr. Schaffst du noch. Und die anderen auch noch. Das schaffen wir. Wir machen das ganze Feld noch eben durch. 20 Sekunden. Drückt mir die Daumen. Schreibt in die Kommentare. Wir schaffen... Nee, wir schaffen das besser nicht. Das ist doof. Du schaffst das. Das könnte man schreiben. Da habe ich überhaupt was überlegt. Oh Gott. So. Ich habe es noch geschafft. Ich habe sogar noch 3 Sekunden übrig gehabt. Da habe ich mir überhaupt was überlegt. Nämlich... ich würde gerne mal wissen, einfach nur mal so Interesse halber, wer von euch, ja, wir sind ja jetzt relativ am Ende, sage ich jetzt. Wir sind jetzt relativ am Ende, sage ich mal, von dieser Folge. Wer von euch durchgehalten hat, oh, schon wieder Fische, und wer bis hierhin jetzt geguckt hat oder vielleicht auch bis zum Ende noch gucken wird, ich würde sagen... schreibt mal einfach so als Codewort in den Kommentaren Brunnen, weil wir hier den Brunnen gemacht haben. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, damit ich mal so ein bisschen einen Überblick habe, wer jetzt bisher noch dran geblieben ist. Und ja, ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr diesen wunderschönen Brunnen hier findet. Das war keine Beeinflussung, dass ich jetzt wunderschön gesagt habe, ne? Also da braucht ihr euch nicht vom Beeinflussen zu lassen. Ja gut, du hast halt nur, sage ich mal, bedingt Vorgaben, mit denen du was machen kannst, muss man dazu sagen. Ne? Ich fände es auch schöner, bin ich ganz ehrlich, wenn das Wasser so über die Ecken gehen würde. Irgendwo. Und sollte es nicht ganz oben drüber gehen, würde ich es schöner finden, wenn das hier unten komplett voll wäre mit Wasser. Weil das realistischer aussieht halt. Ne? Aber gut. Der Salat ist voll. Ja, es ist toll, dass der Salat voll ist. Ja, da freuen wir uns drüber. Also, ihr merkt schon, der Epi, der will mich jetzt hier wieder abstempeln und zum Sklaven hier, damit ich wieder alles verkaufe und so weiter. Bevor der gleich wieder meckern ist und wieder die Bratpfanne rausholt, würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich mal einen Cut. Ihr denkt an das Codewort Brunnen, beziehungsweise schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Brunnen findet oder ob ihr vielleicht schon mal sowas ähnliches gebaut habt, wie das Ganze bei euch aussah. Und wie gesagt, wenn ihr selber spielt und vielleicht sogar eine sehr tolle Farm habt, wo ihr stolz drauf seid, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder schreibt mich über Discord an, über YouTube oder sonstige Kanäle. Wobei ich dazu sagen muss, Facebook und Instagram lese ich nicht so oft, weil ich kriege keine Benachrichtigungen darüber, wenn ich mal angeschrieben werde. Das ist immer ein bisschen blöd gemacht bei denen. Dann, und wenn ihr natürlich nichts dagegen habt, dann würde ich nämlich euch mal einen Besuch abstatten, vorausgesetzt natürlich, dass ihr über dem PC, also über Steam spielt, was logisch ist, weil die Konsolen ja erst nächstes Jahr rauskommen, fällt mir gerade ein.
Das war schon schlau gerade jetzt. Ja, ne? Finde ich auch. Das macht die späte Uhrzeit. Es tut mir leid. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schreibt es mir gerne. Dann besuche ich euch. Dann machen wir mal ein kleines Video. Dann könnt ihr mir zeigen, was ihr alles so Tolles bei euch auf der Farm gemacht habt. Und ja, bis dahin. Aber bindet alles fest. Die Gamepier, die klaut wie so ein Rabe. Ich habe doch gar keine Rechte auf anderen Dingern. Ja. Du kennst die ganzen Hacks hier. Ja, ja, ja. Das Einzige, was ich mache, ist bei dir immer die Blumen und so klauen. Die sind dann auf einmal immer alle weg. Die müssen dann immer alle wieder nachwachsen, wenn ich da gewesen bin. Genau wie die Fische. Und die Bäume, die klaue ich bei dir auch immer wieder. Da klaue ich die Früchte und so von. Mhm. Der Epi hat gar nichts gemacht. Deswegen hat er auch so eine niedrige Stufe. Aber trotzdem schon eine hohe Farbe. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.